Herzlich willkommen, liebe Vera, zu deiner April-Energie. Wir wollen doch mal gucken, was der April für dich so bereithält, was du behalten möchtest, was du ändern möchtest, wie du es ändern kannst. Das alles versuche ich dir zu sagen, zu zeigen. Und du machst aus deinem Leben dann das, was du möchtest. Denn das ist dein Leben und deine Entscheidung. Nicht Entscheidung von irgendwelchen Karten, von irgendwelchen Weissagern oder Hellsehern oder sonst irgendetwas. Von überhaupt keinem Kartenleger, auch nicht von mir, sondern nur deine eigene Entscheidung. Hier zeige ich dir nur deine Energien und du machst das draus, was du gerne machen möchtest. So, deine Möglichkeiten im April sind erstmal Sorgen. Ja, hervorragend. Partnerschaft, dein Körper und die Tochter. Das kann jetzt deine Tochter sein, muss aber nicht. Also, wenn du keine Tochter hast, kannst du der Sohn sein. Wenn du das auch nicht hast, kann es ein Freund sein, eine Freundin sein, eine Cousine, eine Tante, ein Mädchen aus deiner Umgebung. Irgendjemand weibliches. Ja, irgendeine Person. Die muss nicht mal weiblich sein. Also das sind allgemeine Karten. Dann haben wir dein Heim. Darüber machst du dir Sorgen und auch über deinen Körper machst du dir Sorgen. Hier ist etwas unveränderbar. Und diese Sorgen könntest du eigentlich transformieren. Hier kommt eine Tochter wieder. Oder Sorgen über die Tochter kommen wieder, man weiß es noch nicht. Also hier hat man wenig Vertrauen, weil man sich ja Sorgen macht. Die Partnerschaft ist eine Erfüllung, aber dein Körper ist nicht so dolle. Da gibt es Blockaden in deinem Körper und die können sich jetzt wirklich auf Kleinen auswirken, dass du Verstopfung hast. Das ist eine kleine Auswirkung, heißt eine Blockade. Oder eben ein großes, du hast einen steifen Fuß, ist eine Blockade. Also je nachdem. Hier kommt aber Bewegung rein, vielleicht auch durch diese Tochter, durch diese Freundin. Mal gucken. Hier ist eine Entscheidung, die man fällen muss, soll, kann, darf. Hier darf man was lernen und wie es aussieht, lernt man auch etwas. Hier ist nämlich auch ein Neuanfang und die Ordnung kehrt wieder. Denn jetzt ist die Unordnung da, die dann auch den Körper blockiert und alles andere. Hier kommt das schöne Leben, schöne Dinge erleben. Und hier ist Blockade im Geld. Also auch mit dem Geld passt es natürlich nicht. Ist auch logisch in dieser Situation, wie wir momentan sind, kann ich das verstehen. Und hier ist das kollektive Unordnung. Das heißt, also nicht nur du bist in Unordnung, sondern eigentlich das ganze Kollektiv, dein ganzes weites, wirklich weites Umfeld ist in Unordnung. Was du bestimmt auch weißt. Und hier fängst du an zu erkennen. Das ist sehr gut. Deine Arbeit, ja, ist entweder online, in Ordnung, wiederkehrend, je nachdem, wir gucken. Entscheidung, Manipulation, du kannst niemandem mehr vertrauen und darüber machst du dir Sorgen. Hier ist der, darum vertraust du auch nicht, weil hier siehst du, du machst dir Gedanken über Manipulationen, wo immer sie herkommen und weißt nicht mehr, wen du vertrauen kannst. Ist deine Karte runtergefallen? Du selber bist aber in der Erfüllung und lernst, was dir bis jetzt unbekannt ist. Und das wirst du lernen, ob du willst oder nicht. Denn hier wird etwas sichtbar im Leben und das für alle. Diese Unordnung und Blockaden in Sachen Geld, in Sachen Heim, Körper von jedem Einzelnen, also alles wird jetzt sichtbar. Und auch du hast die Gruppe Menschen, die fast alle Karten haben, die hier auf jeden Fall helfen, auch dir. Inwieweit und was das ist, weiß ich immer noch nicht. Aber vielleicht ist es auch für jeden was anderes, weil hier ist eine Gruppe Menschen, die sichtbar wird im Leben, die plötzlich irgendwas aufdecken, was nervt. Du lässt dich erkennen, was nervt. Lernen dir Sachen, die dir bis jetzt unbekannt waren und das ist unveränderbar und dann wirst du es verstehen. Deine Hauptenergie ist Stress, aber auch Freund. Das heißt aber leider auch, dass der Stress dein Freund geworden ist. Das heißt, du bist also permanent unter Stress und merkst es gar nicht mehr. Weil er dein Freund ist, also Stress ist immer an deiner Seite. Es gibt Stress positiv wie negativ. Ich sage, wenn du jetzt einen Sport machst, zum Beispiel Fußball, ist das Stress für dich, Stress für den Körper, aber positiver Stress, weil es dir Spaß macht. Wenn du dich über irgendetwas ärgerst, dir Sorgen machst, ist es negativer Stress, weil das überhaupt keinen Spaß macht.
Also es gibt beide Stressarten und der Stress wurde dein Freund. Das heißt einfach, du bist permanent unter Stress und darum blockierst du logischerweise deinen Körper. Dass der irgendwann reagiert, ist ganz klar. 17, ja, und dein Körper redet auch mit dir, ob du das jetzt glaubst oder nicht, aber du kannst an deinem Körper auch viel ablesen und dann auch rausfinden, was dich so sehr blockiert oder was dich so sehr stresst. Weil wenn ich jetzt eben, keine Ahnung, wirklich Verstopfung habe, dann weiß ich also, ich kann nicht aufs Klo gehen, ich habe Verstopfung, es blockiert mich. Das heißt ganz einfach, ich lasse meinen Stress einfach nicht raus. Ich behalte das alles. Und das macht natürlich dann Aua auf lange Zeit. Hier ist dein Körper komplett in Unordnung, aber auch leider deine Familie, die auch sehr blockiert ist durch diesen ganzen kollektiven Blödsinn hier. Im Großen, glaube ich, kennst du mittlerweile meine Meinung, im Großen, Ganzen, aufs ganze Land gesehen, sehe ich hier diesen C-Virus, der hier alles in Unordnung bringt, alles blockiert und auch Geld blockiert. Es geht aber auch ganz ohne C-Dingsbums, dass du einfach selber Blockaden hast, einfach mit deiner großen Umwelt. Du lebst ja zum Beispiel in einer Stadt, in der du dich nicht wohlfühlst. Dann siehst du natürlich auch die ganzen Leute in dieser Stadt als unordentlich, als aggressiv, als die wollen dich nicht, die mögen dich nicht. Weil man es aus dieser Sicht einfach sieht, das ist bestimmt nicht so, aber man sieht es, empfindet dann es so. Ich glaube hier aber, dass das hier wirklich, also in deinem ganzen Raum, in deinem ganzen Stadt, ich gehe jetzt mal bloß von der Stadt aus, hier eine kollektive Unordnung ist, eine Blockade mit dem Geld ist, was du eben auch körperlich spürst und auch daheim wirklich auch diese Unordnung und diese Sorgen bringt. Aber auch das kannst du und darfst du transformieren, also das kannst du transformieren. Und zwar auf 12 liegen die Eulen. Und Eulen ist eben auch erstmal Spaß, Tanzen und Freude. Das heißt also, du kannst das mit Freude transformieren. Aber es heißt aber auch zwei oder mehr Menschen. Das heißt hier Gruppe von Menschen. Hier ist nämlich wirklich Hilfe da. Diese Gruppe Menschen liegt bei dir in der Arbeit. Kann sein, dass du mit vielen Menschen arbeitest, die gleichgesinnt sind, die gleichgeschaltet sind, wo man sich dann unterhalten kann, plötzlich sichtbar Sachen im Leben werden, die man sich dann erzählt. Man lernt die Ordnung und den Neuanfang wieder kennen. Man darf sich auch dafür entscheiden. Schöne Dinge erleben ist momentan nur online möglich. Das ist lustig. Aber es kommt hier wieder Begegnungen und Treffen, also wiederkehrende Begegnungen und Treffen. Es muss sich hier alles schön langsam auflösen. Und ich darf dich ein bisschen beruhigen. Bei dir liegt wirklich bloß Unordnung und Blockaden. In anderen Kartenbildern liegt das viel, viel schlimmer. Aber auch du hast die Gruppe Menschen, die hier wirklich helfen können. Es kann in der Arbeit sein, es kann in deiner... wenn du zum Beispiel eine Verkäuferin bist, kann es deine Arbeitsumgebung sein, es können aber auch diese Menschen sein, die zum Einkaufen kommen, mit denen du dich unterhältst. Auch das ist eine Gruppe Menschen. Es kann ein Verein sein, es kann eine Partei sein, es kann Politik sein, es kann der Hasenverein sein. Also es kann alles sein, wo mehr Menschen sind. Wo und die irgendwie im weitesten Sinne mit deiner Arbeit zu tun haben. Ich will jetzt auch bei dir Gruppe Menschen einen drauflegen. Ja, Gefahr. Die erkennen diese Gefahr und zeigen dir die und lernen dir die. Bringt uns wieder nicht weiter, aber egal. Hier gibt es eine Gruppe Menschen, die lernen, die Unbekanntes geben dir schlaue Ideen, die dich wirklich wieder in die Erfüllung und in die Liebe bringen. Und alles, was da jetzt genervt hat, darfst du erkennen und wirklich neu anfangen und das ist richtig schön. Auch diese Thematik haben eigentlich alle, dass es zum Schluss wirklich immer schön wird, aber erstmal wirklich Stress sein. Bei dir ist der Stress mehr daheim, also mehr in dein Umfeld daheim. Weil da ist, du siehst Manipulationen, machst dir Sorgen, deswegen ist auch hier alles in Unordnung, auch bei dir daheim und bei dir ist es halt, du merkst es, den Stress mehr körperlich wie die anderen. Also bei dir läuft es mehr über den Körper. Du selber liegst auf diese Blockaden und
Die Blockaden liegen bei dir im Heim. Das heißt also, dass es bei dir in deiner Familie, in deiner Kleinfamilie so stressig und unordentlich und konfus ist, macht dir mehr zu schaffen wie alles andere. Und bei dir wirkt sich das sehr körperlich aus. Aber auch da kann man etwas tun. 10, 11, ja. 11 sind Ruten, das heißt, der Körper zeigt dir eben, das habe ich ja schon gesagt, glaube ich, oder es war schon vorher schon mal, zeigt dir, der Körper zeigt dir, wo deine Unordnung liegt. Nee, das habe ich dir schon erzählt, genau. Du selber liegst eben in den Blockaden, genau. Deine Arbeit ist hier, du arbeitest mit einer Gruppe Menschen, mit denen du dich gut verstehst, bist sichtbar im Leben, also wahrscheinlich, dann kam ich eben auf den Verkauf, weil du bist sichtbar im Leben, man sieht dich, also du bist jetzt nicht irgendwo ein Kämmerlein und machst irgendwas, sondern irgendwie machst du etwas, wo du auch ein bisschen kreativ bist. Hier sind kreative Ideen, schöne Dinge erleben, deine Arbeit macht dir im Großen und Ganzen Spaß und sollte auch bleiben, also hier ist kein Verlust oder so. Dann haben wir Geld, da hast du schlaue Ideen. Hier ist die Arbeit noch. Hoppala, hoppala, hoppala. 1930. Gespräche. Also es liegen wieder Gespräche und liegen da nicht auch Gespräche? Nee, Stress. Ach, das war vorher. Gespräche waren vorher. Also du hast deine Arbeit, wo du sprechen musst. Plötzlich online. Keine Ahnung. Also du musst jetzt nicht nur sprechen, sondern auch plötzlich musst du auch online irgendwie was arbeiten. Aber die Begegnungen und Treffen kommen wieder. Also das war jetzt ein bisschen eingeschränkt, kommt aber wieder. Und du machst dir Gedanken über deine Arbeit, weil du nicht weißt, wie es weitergeht. Aber hier liegt Liebe und Reichtum. Also sie bleibt und sie kommt auch wieder in Ordnung und sie ist wiederkehrend. Genauso wie hier, weil hier schlaue Ideen sind. Sehr gut. Dann haben wir, dass ich mein, ich habe hier einen schlauen Zettel mir geschrieben, dass ich nichts vergesse. So, Liebe. Liebe. Liebe liegt hier. Auch Liebe ist wiederkehrend. Obwohl deine Partnerschaft zwar unter diesem Stress auch leidet, aber hier schon in Erfüllung geht und die Tochterliebe kommt auch wieder, weil da auch wieder alles in Ordnung kommt. Ja, der Stress liegt mehr bei dir wie bei deiner Tochter. Die hat schon auch Stress, ja. Obwohl, die liegt in der gleichen Reihe. Auch die hat körperlichen Stress. Also, das ist nicht wahr. Ja, die hatte auch ein bisschen Liebeskummer, weil da ein Neuanfang, ein nerviger Neuanfang in der Beziehung liegt. Die hat sich Sorgen gemacht wegen einer Entscheidung. Aber auch hier wird's. Ja, sie muss das halt lernen. Aber auch hier wird es wieder schön. Sie ist in der Phase, da muss es einfach lernen. 25 liegt auf Verträge im weitesten Sinne. Das heißt also, hier könnte zum Beispiel ein Vertrag Stress machen und das könnte jetzt zum Beispiel eine Partnerschaft sein, weil hier liegt nämlich ein Neuanfang und das ist alles nervig. Also irgendwas passt hier nicht ganz. Vielleicht sieht sie ihren Schatz auch nur online oder deine Freundin oder deine Schwester, je nachdem. Aber auch hier kommen die Begegnungen und die schönen Dinge zurück. Genau, also du machst dir mehr Sorgen um andere. Na, hier steht Liebe. Liebe ist wiederkehrend auch für dich, weil du kannst transformieren und auch im Heim wieder alles transformieren, in deiner Familie alles transformieren, dauert halt bloß ein bisschen. Aber das ist unveränderbar und das Schöne hier ist auch unveränderbar, das ist sehr schön. Dann haben wir Familie, habe ich schon gesagt, die Familie ist blockiert. Die liegt auf plötzlich, also eine Entscheidung wird getroffen. Und so kann die Körperschaft der Familie auch alles transformieren und in Liebe neu anfangen. Also auch das wird sich klären und in Ordnung kommen. Dann haben wir Hobby, Spaß, das liegt hier, auch Berufung. Es ist deine Entscheidung, was du im Hobby machst, also ein Neuanfang in Ordnung und Lernen. Also hier scheint es, dass du darüber nachdenkst, ob du nicht ein neues Hobby anfängst. Oder das alte Hobby wieder aufnimmst oder ein ganz altes Hobby erst wieder anfängst. Hier musst du irgendetwas lernen. 27, da bekommst du Nachrichten. Also das heißt, in deinem Hobby, Berufung oder Sport, je nachdem, was du machst, triffst du eine Entscheidung und da kriegst du Hinweise oder Nachrichten, die da dir helfen zu lernen und dich zu entscheiden. Dann haben wir Tiere, falls du Tiere hast. Liegt sehr viel Liebe drin. Die sind genauso genervt, aber das kommt durch uns, weil sie unsere Energien aufnehmen und damit uns helfen wollen, indem sie uns mal so schwere Energien wegnehmen. Die machen das aus Liebe, sind natürlich auch ein bisschen genervt, aber wenn hier das alles in Ordnung kommt bei dir, kommt das auch bei den Tieren wieder komplett in Ordnung. Dann sind sie wieder reich, ja, und stellen wieder alle möglichen unbekannten Sachen an. Schön. Hier ist überhaupt das Haus deines Partners, falls du einen hast. Hier liegt aber unbekannt.
Also hier liegt zwar Partnerschaft, Erfüllung. Also wenn du jetzt auch keinen Partner hast, kommt auch hier bei dir, wie bei der Tochter oder Freundin oder so, ein Partner, da kommt einer, der Erfüllung ist, aber den kennst du überhaupt noch nicht. Kann aber sich aus diesen Gruppen von Menschen rausentwickeln. Weiß man nicht. Aber hier kommt eine erfüllte Partnerschaft auf dich zu, falls du keine hast. Falls du einen Partner hast, muss ich dir sagen, du kennst den entweder noch nicht lang oder noch nicht so gut, wirst ihn aber sehr kennenlernen und es ist sehr viel Liebe da drin, obwohl er ein sehr geselliger Mensch ist. Okay. Du selber liegst ihm plötzlich, das heißt, du wirst plötzliche Ideen haben, plötzlich alles in Ordnung bringen. Also für dich wird das alles ein bisschen über dich hereinbrechen, das Positive wie das Negative. Aber hier ist mehr positiv als plötzlich, weil plötzlich kommt die Ordnung wieder, plötzlich erfährst du irgendwas von der Arbeit, dass sich die auf einmal wieder ändert von heute auf morgen und alles wird aber wieder gut. Im April sehe ich das sehr schön. Und dann haben wir noch Freunde, die liegen hier. Auch die Freunde liegen in der Erfüllung, im Vertrauen, im Neuanfang, unveränderbar, wieder Begegnungen, in Liebe. Also auch hier ist alles in Ordnung. Das heißt, dein Problem im April, lieber wieder, ist eigentlich nur, weil der Stress, bei der Stress dein Freund geworden ist, was jetzt vielleicht nicht so gut ist und keine gute Idee war, und dein Körper darauf reagiert, wie auch dein Heim. Also du, dein Körper regiert auf dein Heim oder dein Heim regiert auf dein Körper, je nachdem wie du das siehst, ist wurscht. Das hier kann ich dich beruhigen, lieber wieder, du hast das lang nicht so fest und so krass wie andere Sternzeichen, die fallen wirklich in ein Loch rein. Es muss im April irgendetwas passieren, dass hier wieder alles in Ordnung kommt und für einen ist es schwerer, für anderen ist es leichter. Im Kollektiv kommt eine komplette Unordnung, was alles auf den Kopf stellt, was uns aber auch erkennen lässt, auch bei dir. Dich lässt viel erkennen. Das ist sehr nervig, aber es macht für uns alle auch einen Neuanfang, der bei dir sehr schön ist, wie bei allen anderen. Es wird mehr oder weniger immer schön. Aber erst ist hier mal ein Problem, was sichtbar wird, wie auch bei dir. Bei dir ist es nicht ganz so schlimm, obwohl du das mehr körperlich erlebst wie physisch, psychisch, ja, keine Ahnung. Immer ist bei dir das körperlich vorrangig und darum solltest du das so schnell wie möglich transformieren, so schnell wie möglich auflösen, weil es dir nicht gut tut. So, lieber wieder, das war deine. Gutes Ende, sehr schön, wir lernen viel, wir haben auch gute Ideen und die Gruppe Menschen hilft. Wer auch immer diese Gruppe Menschen sein wird, wir werden sehen. Ich freue mich, dass alles gut ausgeht. Und wünsche dir einen wunderschönen April.